meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar fängt es gerade an zu regnen und Maggie freut sich riesig darauf. Nein, darum geht es heute gar nicht. Wir sind das erste Mal mit unserem Toddler spazieren im Buggy. Das ist so cool, oder? Schaut mal. Das ist gerade meine Aussicht. Wir gehen jetzt erstmal kurz ein Stückchen. Wir sind jetzt schon ein Stückchen gegangen, aber ich wollte jetzt einfach mal kurz mit euch ein bisschen über das, was ich hier gerade erlebe, reden und beziehungsweise euch mitnehmen das erste Mal. Ich zeige euch einmal kurz den Kinderwagen, wie das so aussieht mit Sportsitz. Das ist nämlich genau der Kinderwagen, den ich trotzdem auch für die Kleinen habe, nur mit der Wanne drauf. Kennt ihr bestimmt vom Gestell her. Und jetzt haben wir halt den Sportsitz drauf. Und der ist so grau. Der Kleine liegt gerade. Ich zeige euch den nochmal. Er ist hier ganz dick eingepackt mit so einem dicken Fußsack von Esme. Seht ihr gar nicht, oder seht ihr das? Eine ganz, ganz tolle Marke. Genau. Und so sieht das Ganze aus. Genau, und der Kleine ist hier halt so richtig versteckt. Oh, hat hier so ein Tuch und genau, liegt hier so. Er hat jetzt keine Jacke an, weil die Jacke kam, glaube ich, gerade mit der Post. Die Post ist gerade uns vorbeigefahren. Hat einfach nur eine Latzhose an und so einen gestreiften Pulli, genau. Und hat jetzt hier so ein Spucktuch, eine süße Mütze auf und genau, liegt jetzt hier eingepackt in seinem Kinderwagen. Genau, und das Verdeck habe ich eigentlich immer so ganz vorne. Sieht es so aus, aber ich habe das jetzt eben so gemacht und eben war auch noch zu mir gedreht, dass ich ihn angucken konnte. Aber ich wollte es einfach mal so machen, weil ich mache das total, sieht so schön aus. Genau, mein Hundi hat einen süßen Wintermantel. Will ich zeig mal den Wintermantel. Süß, oder? Schnuckelig mit Kapuze, richtig süß. Komm, wir tun weiter. Weiter, komm. Oh, Bremse erstmal lösen, komm ich. Jetzt komm. Genau, der hat sich schon gefreut, endlich Gassi zu gehen. Und wenn ich mit Kinderwagen draußen bin, läuft er immer ganz besonders gut an der Leine, weil er dann Angst vor dem Kinderwagen hat. Und das ist voll cool, weil dann ist er immer so brav. Und das mag ich. Genau, es ist nur ein bisschen schwer, Kinderwagen zu schieben, Leine zu halten und Kamera zu halten. Aber genau, wir gehen jetzt hier so ein bisschen rum, um die Ecke, wie immer. Felix konnte sich entscheiden, entweder hier hinten oder im Wald. Aber er ist direkt hier lang gelaufen, deswegen sind wir jetzt einfach hier lang. Genau, deswegen gehen wir jetzt einfach hier lang. Und die Nachbarn gucken immer total komisch, weil sonst gehe ich mit einer Babyschale und jetzt auf einmal mit so einem Sportsitz. Total komisch. Genau. Ja, ich glaube, ich drehe den Kindern mal gleich nochmal um. Aber ich finde das so cool, wenn man das so sieht. Finde ich total cool. Genau, und den Toddler haben wir jetzt seit einer Woche ungefähr. Nee, seit, doch, ich glaube, knapp 3-4 Tage. Heute kommt das erste Mal mit zu meiner Schwester. Mal gucken, wie die begeistert ist. Fehlt das nicht verhakt? Fehlt das nicht verhakt, Digga? Hier jagt er immer Frösche. Kennt ihr bestimmt auch schon, die waren wir den ersten Spaziergang mit diesem Kinderwagen, wo wir den neu gekauft haben. Waren wir hier. Ich hoffe, jetzt kommt kein Auto, weil... Deshalb muss ich die Kamera wegwerfen, weil ich ihn dann halten muss schnell. Weil er ist gerade auf Laufen, also er kann so weit laufen, wie er will. 10 Meter. Genau. Genau. Und morgen. Felix, nein, pfui. Nachher holen wir wahrscheinlich noch ein neues Körbchen für ihn ab. Heute geht es irgendwie nur um meinen Hund. Pfui, habe ich gesagt. Nein, also es gibt noch ein neues Körbchen. Hier seht ihr, es regnet. Es regnet, ist nicht cool. Genau. Ich finde es so cool mit diesem Kinderwagen. Ich mache gleich nochmal ein Foto. Als Thumbnail und einfach so für Instagram oder so. Ja, cool, oder? Ich finde das... Ich mag das. Ich liebe die Sportsitze an Kinderwagen. Genau, und wenn man so vorbeigeht, sieht man die noch gar nicht. Was natürlich noch ganz gut ist, weil er keine Augen hat und so. Er hat halt noch keine Augen. Die sind wahrscheinlich morgen mit bei der Post. Genau, ich bin so glücklich. Ich liebe diesen Kinderwagen einfach. So, da bin ich. Ich bin auch ganz dick eingepackt hier in Winterjacke und
Schal. Und meine Hand friert gerade ab, mit der ich die Kamera halte, aber das ist kein Problem, es geht schon. Genau. Ich glaube, wir drehen mal langsam um, weil ich möchte meine Post auspacken. Ich habe nämlich gerade die Post gesehen mit drei großen Paketen und die sind alle für mich. Und ich möchte das jetzt auspacken. Aber vorher drehen wir mal den Kinderwagen um. Jetzt zeige ich euch einmal, wie das geht und dann machen wir das mal. Und schon ist es umgebaut. Also in meine Richtung jetzt. Finde ich auch total cool. Also ich bin ja eben gerade schon so gefahren, bevor ich die Kamera angemacht habe und dann habe ich das ja umgedreht. Peter, du kannst jetzt rechts laufen. Kannst rechts laufen. Da wollen wir jetzt hin. Nach Hause wollen wir. Genau, ich habe es eben schon so gehabt und ich mag es lieber, weil ich ihn dann sehe und ja, weiß, was er macht, in Anführungsstrichen. Ja, aber ich mag das sehr gern. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob ihr euch trauen würdet, mit so einem Toddler spazieren zu gehen, weil es ist einfach Fakt, dass Toddler nie so echt aussehen wie richtige Babys, also halt so Reborns. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr mit euren Toddler vielleicht sogar spazieren geht, wenn ihr einen habt, oder ob ihr spazieren gehen würdet, wenn ihr einen habt. Das würde mich in jedem Fall interessieren. Weil für mich ist es auch das erste Mal, aber für mich war von Anfang an klar, ich mach das. Weil zu 20% habe ich mir deswegen einen Toddler gekauft. Weil ich liebe es einfach mit dem Sportsitz Gassi zu gehen, spazieren zu gehen. Genau, deswegen habe ich mir einen Toddler gekauft, beziehungsweise noch aus vielen anderen Gründen. Aber es ist halt auch ein Teil davon. Genau. Ich bin voll aus der Puste, weil reden, Gassi geht und Mund aufpassen, das ist echt anstrengend. So, Felix. Was schnupperst du da schon wieder? So. Kinderwagen fährt ganz allein. Genau, so sieht es jetzt aus. Und ich hatte eben noch hier dieses Dach so unten. Und dann sieht man, dann sehe ich ihn nicht mal gar nicht. Also ich sehe ihn auch nicht dann. Das ist schon echt. Aber ich finde das so schön, oder? Könnt ihr gerne eure Kommentare zu diesem Kinderwagen in die Kommentare schreiben. Voll schön. Also ich liebe das. Tada. Und mein Hund am Herruf, weil der muss damit drauf mit seinem übrigen Winteranzug. Felix, komm mal her! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal her! Mama sitzt! Felix, komm mal her! Komm mal her! Super, Felix! Super! Fein! Warum sabberst du so? Komm mal her, Digga! Komm mal her! Schnell, komm mal her! Warum sabberst du so doll? Du sabberst nie. Nie in deinem Leben sabberst du. Was ist denn los? So. Ihr könnt mir gerne Videowünsche mit dem Toddler in die Kommentare schreiben. Also das Problem ist halt, dass er nicht reborned ist. Er bekommt jetzt Augen. Morgen. Und dann sieht er ein bisschen realistischer aus. Er bekommt jetzt ordentliche Füllung heute, weil er hat keine richtige Füllung in sich drin. Und genau, wenn er das alles hat, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen besser mit ihm, irgendwelche Sachen zu machen. Und dann sieht er auch ein bisschen realistischer aus. Genau, aber schauen wir einfach mal, wie das so wird. Aber auf jeden Fall gerne Videowünsche in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns da riesig drüber, weil ich ganz, ganz viel gerade mit ihm arbeiten möchte. Und mir jetzt auch echt viel Spaß macht, mit ihm zu arbeiten. Deswegen alle Wünsche bitte in die Kommentare. Und dann würde ich das Video auch heute beenden, hier an dieser Stelle jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann, Felix, was ist dann? Dann bis zum nächsten Mal. Felix, Kinderwagen rollt. Oh, tschüss, Kinderwagen.